ist Feuervogel TV mit dem Heimspiel gegen die Walter Tigers Tübingen. Die NRW Arena ist als Hexenkessel ligaweit berühmt-berüchtigt. Das Ergebnis soll heute unbedingt dazu passen. Der Beginn ist intensiv. Beide Mannschaften geben Gas. Storch Bernd Krul haut sich in Offense und Defense voll rein und versenkt den Ball. Dann kommt Mr. Fantastic, Mark Doris, zurück aus Ludwigsburg. Gelockt nicht nur von einem speziellen italienischen Restaurant in Weringhausen, sondern auch von den Fans in der NRW Arena. Ole Wendt versteht sich bestens mit Larry Gordon, der Dreier sitzt. Der Vorsprung von Phoenix bleibt über weite Strecken zweistellig. Trotzdem ist das Ding noch nicht durch. Tyrone Nash mit einem Dunking für Tübingen. Phoenix muss fokussiert bleiben, Turnover vermeiden und treffen, wie hier Devin White. Aber auch Vaughn Duggins zeigt, was er kann. Nur noch 7 vor. Zeit für einen Befreiungsschlag mit effektiver Defense und ein paar Punkten zum richtigen Zeitpunkt. Abe Lodwick für 3. Topscorer bei Phoenix sind Larry Gordon mit 18 und Devin White mit 16 Punkten. Am Ende gewinnt Hagen mit 76-66 und kann zusammen mit den Fans ordentlich feiern. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu haben.
Vanilla.